Wenn auch du die Fähigkeit kennenlernen möchtest, die zweitwichtigste Fähigkeit kennenlernen möchtest, um dein Network-Marketing-Geschäft zu einem Erfolg zu führen. Es gibt so Schlüsselfähigkeiten. Die erste ist, du musst Menschen dein Produkt vorstellen. Du musst sie einladen, dein Produkt kennenzulernen. Aber gleich darauf kommt die zweite Fähigkeit. Und diese Fähigkeit heißt, es ist wichtig, dass du nachfasst, dass du dich mit dem Kunden beschäftigst, mit dem Interessenten beschäftigst. Und wenn du verstehen möchtest, wie du diesen Nachfassprozess im Griff behältst, wie du ihn verstehst, wie du einen Leitfaden hast, wie du verstehst, was du zu tun hast, welche Fragen du zu stellen hast, wie dieser Prozess funktioniert und was dieser Prozess letztendlich dann einleitet, dann, ja, dann bist du hier richtig bei dieser Podcast-Aufzeichnung von Denk wie ein Networker und in diesem Morning Call von Markus Mitka aus Köln und natürlich auch live auf Facebook und heute wieder auf Instagram, weil ich nicht auf Reise bin. Herzlichen guten Morgen zu diesem wunderbaren Samstag am 6. April 2019. 6. April 2019, wir haben wieder eine Woche hinter uns gebracht, Montag mit Energie gestartet und wir haben einiges geschafft. Und die, die dabei sind, die fleißig sozusagen Stammhörer geworden sind, die haben bestimmt einiges gelernt über ihr Geschäft. Und ich habe mich gestern mit jemandem getroffen, ich habe mich gestern mit einem jungen Mann getroffen, den ich in einer Gaststätte kennengelernt habe, ein Barista. Und dieser Barista ist aus Kalifornien. Und wir hatten ein wunderbares Gespräch gestern Abend. Und wir waren uns einig darüber, dass das, was das Leben wertvoll macht, dienen ist. To serve other people, für andere da zu sein. Und ich habe so mal darüber nachgedacht, was mich so antreibt, diesen Morning Call hier zu machen und was mich auch so glücklich macht, so erfüllt macht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist eine so schöne, warme, wertvolle Aufgabe, wenn man weiß, warum man etwas tut. Und weil ich ja hier mir vorgenommen habe, den mir Bekannten und den von mir Erprobten und den von mir, den habe ich mir ja nicht ausgedacht, den habe ich ja selber gelernt, den Network-Marketing-Prozess einmal von vorne bis hinten durch zu erklären. Und ich glaube, dass das für ganz, ganz viele Menschen wichtig ist, bin ich ja in der Position, dass ich der Diener für euch bin. Ich bin derjenige, der euch mit diesem Wissen, der euch das Wissen anbietet, der euch das Wissen ich versuche euch das mit klaren Worten, mit Bildern so zur Verfügung zu stellen, dass ihr es konsumieren, dass ihr es aufnehmen könnt, dass ihr es benutzen könnt oder dass du es aufnehmen und benutzen kannst. Das ist ja eine, ich sag mal, Dienstleistung. Und ich glaube tatsächlich, dass das die höchste Form der Erfüllung ist, wenn du verstanden hast, dass es nicht mehr um dich geht, sondern dass es darum geht, dass du anderen das, was du weißt, zur Verfügung stellst. Und wenn du jetzt mal schaust, es geht ja gar nicht um mich, es geht ja nicht darum, wie Markus sich fühlt, sondern es geht um die Analogie. Was ist denn daran für dich so wertvoll? Und das Schöne ist, dass wir mit unserem Geschäft die Möglichkeit haben, mit einem Produkt, was wir kennengelernt haben, erinnere dich mal an unsere Kapitel, wo ich über Präsentieren gesprochen habe, dass du mit einem Produkt, was du kennengelernt hast, du einen kleinen Vorsprung hast. Du hast den Vorsprung, dass du weißt, dass dieses Produkt die und die und die Wirkung haben kann. Mach bitte niemals ein Heilversprechen, wenn es sich bei dir um gesundheitsrelevante Produkte handelt, aber trotzdem kann dieses Produkt eine gewisse Wirkung auslösen. Dieses Produkt kann vielleicht das ein oder andere Problem beheben. Dieses Produkt kann etwas ergänzen. Und du weißt davon. Und weil du davon weißt, ist deine Aufgabe, die du dir selber geben kannst, die Welt darüber zu informieren. Und ich kann dir versprechen, wenn du das mit Herzblut, mit Leidenschaft, mit Überzeugung machst, dann wird es wunderbar. Und ich habe gestern eine Studie gehört, die wird auch in das Buch, was wir hier übrigens gerade gemeinsam schreiben, in dein Buch, was hier entsteht, wird das mit einfließen, und zwar von Vera Birkenbiel. Und Vera Birkenbiel hat, also du musst das Buch lesen, um das komplett zu hören, weil ich das nicht jetzt, ich kann es im Moment nicht gerade abrufen. Ich habe das gestern einmal gehört, ein kurzes Video. Es hat eine Studie gegeben in den USA. Und da sind 1.500 Menschen sind über 20 Jahre begleitet worden. Und diese 1.500 Menschen wurden am Anfang dieser 20 Jahre befragt, was sie gerne erreichen wollen und ob sie zielstrebig werden wollen und nicht. Und man hat sie auch gefragt, was sie werden wollen. Und da ist eine große Gruppe entstanden, die hat gesagt, also von 1.500 Leuten haben einige gesagt, dass sie Millionäre werden wollen.
Und nach 20 Jahren ist das Experiment abgeschlossen worden. Und nach 20 Jahren waren von 1500 Menschen tatsächlich 101 Personen, es waren Millionär geworden. Also hatten sich ein großes finanzielles, millionärsgroßes Einkommen aufgebaut. Und dann hat man über diese Zeit diese Menschen beobachtet und hat sie hinterher gefragt, wie es, was sie für Einstellungen hat. Man hat sie in zwei Gruppen aufgeteilt. Und was dabei rausgekommen ist bei der Studie ist, dass die Menschen, die sich am Anfang ihrer Karriere für Bedeutung, für die sich dafür entschieden haben, etwas zu machen, was ihnen Spaß macht, die sich entschieden haben, etwas zu machen, wo sie Lust zu haben, die sich für einen Job entschieden haben, der sie erfreut und der sie interessiert, anstatt einen Job zu machen, der sie reich macht. Das heißt, der größte Teil der Menschen hat sich am Anfang dafür entschieden, etwas zu tun, was sie mit Leidenschaft und Lust betreiben. Und die sind am erfolgreichsten geworden. Die sind die erfolgreicheren gewesen aus dieser Gruppe. Und das ist die klare Korrelation. Also das, was man daraus ableiten kann, ist halt einfach, wenn du etwas mit Liebe und Begeisterung machst, wird finanzieller Erfolg automatisch kommen. Und er wird mit Sicherheit kommen. Wenn du dagegen finanziellen Erfolg anstrebst, wirst du nicht in vielen Fällen Erfolg haben, weil der Sinn der ganzen Sache fehlt. Und das ist das, was ich so wunderbar finde am Network Marketing, dass du hier tatsächlich die Grundaufgabe hast, wenn du dieses Geschäft verstehst und wenn du dieses Geschäft mit Herz betreibst und wenn du es so betreibst, wie es auch gedacht ist, dass du dann anderen Menschen zeigst, was für Möglichkeiten es gibt, du mit den ganzen Schwierigkeiten umgehen lernst und immer wieder aufstehst und sagst, ich mache das jetzt, ich mache das jetzt. Ich bringe dieses Geschäft nach vorne. Ich bin dafür da. Das ist deine Aufgabe, wenn du es verstanden hast, morgens aufzustehen und dieses Geschäft in die Welt zu transportieren. Das ist deine Aufgabe, Menschen ein besseres Leben zu verschaffen. Die einen machen das mit Glauben, ja. Die anderen machen es mit, weiß ich nicht, mit Produkten, die sie herstellen, weil sie sagen, dieses Produkt ist wertvoll. Und du machst es, indem du dafür sorgst, dass Produkte die Menschen erreichen. Und da du ja weißt, dass da ein System hintersteckt, sorgst du eigentlich dafür, dass bessere Leben entstehen. Du sorgst dafür, wenn du das mal im weiteren Bogen siehst, dass Kinder eine sichere Jugend haben, dass sie besser versorgt sind. Ja, ich meine mit tatsächlich Nahrung, bessere Nahrungsmittel, ein besseres Umfeld, vielleicht ein besseres Zuhause. Whatever, was immer, das, wie das eingesetzt wird, wie auch immer das Geld, das was verdient wird, eingesetzt wird. Es könnte deine Mission sein, das zu dienen, dem Prozess zu dienen. Dem größeren Ziel zu dienen. Und wenn du das vorhast, dann hast du mit Network Marketing hier ein Vehikel, das zu tun. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen das nicht verstehen. Dass sie es nicht verstehen, dass sie tatsächlich in dieses Geschäft einsteigen, um einfach nur selber Geld zu verdienen. Und das ist etwas, was so, ja, so herausfordernd ist, sag ich mal, so herausfordernd ist zu transportieren, dass du in diesem Spiel aktiv über Bande spielen musst. Du musst schon am Anfang an andere denken und nicht am Anfang an dein Portemonnaie denken. Und die, die das können, die das früh verstehen und die früh verstehen, dass dieser Prozess lernbar ist und dass es immer um den anderen geht und nie um dich selber, dass dein Erfolg immer nur das Ergebnis ist von dem, was du für andere getan hast. Wer das früh versteht, wird schnell erfolgreich. Wer das nie versteht, wird nie erfolgreich. Wer immer nur glaubt, ich, wird nicht erfolgreich. Und das ist das, was im Network Marketing immer diese Persönlichkeitsentwicklung genannt wird, dass du dich in diesen Bereich, dass du dich dorthin bewegen musst, dass du vielleicht vorher das noch nie so gesehen hast, dass deine Aufgabe als erfolgreicher Networker ist, anderen Menschen dieses Geschäft zu zeigen, es ihnen nahezubringen und damit eine Wirkung auf ihr Leben zu haben. Und das ist, und jetzt komme ich zurück, warum ich das überhaupt erzähle, das ist das, was ich gestern mit dem jungen Mann, 33 Jahre aus Kalifornien, in Köln bei Kölsch diskutiert habe, wobei ich habe nur Wasser getrunken. Zu dienen ist das höchste Gut, was du erreichen kannst als Mensch, für andere Menschen da zu sein. Ja, und ich versuche das heute wieder ein Stückchen weiter, indem ich dir eine Schlüsselfähigkeit vermitteln möchte. Diese Schlüsselfähigkeit ist das Nachfassen. Wir sprechen heute über drei Dinge. Ich würde heute was zu schreiben dabei haben, weil das ist wichtig.
Und wenn ihr das gut findet, dann könntet ihr das jetzt auch mal teilen. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch, während ich jetzt hier spreche, schon in andere Gruppen teilen kann. Da musste mir irgendwann mal einer, der ein bisschen Ahnung hat von, ein bisschen mehr Ahnung hat, der müsste mir Bescheid sagen, weil ich finde keine Möglichkeit hier zu sagen, jetzt teilen, es sei denn, ich versuche das mal hier über das, ich kann nur bearbeiten, Umfrage erstellen und Video Insights an. Ich kann das hier nicht teilen, ihr Lieben. Das könnt nur ihr tun. Ihr könnt das jetzt in eine andere Gruppe teilen. Gibt doch tausend Networker-Gruppen, in denen ihr seid. Teilt das mal in diese Gruppen, dann wissen auch die anderen, dass wir live sind und natürlich auch an eure Freunde, Partner, Mitgesellschafter, die ihr mit in eurem Team habt. Macht das. Und ihr solltet was zu schreiben haben. Liken dürft ihr natürlich auch. Das ist natürlich auch immer erlaubt. Und ich sehe ganz viele Herzchen. Herzlichen Dank dafür. Ihr seid wach. Das ist prima. Wow, wir sind schon knapp 30 Leute am Samstagmorgen um 20 vor 8. Das ist doch mal großartig, oder? Ich verspreche euch, heute wird es gut. Und ihr Podcast-Hörer, werdet nicht nervös, es geht gleich weiter. Hey, ich kriege Herzchen, wie schön, wie schön. Ja. Also, es geht um drei Dinge. Wir sprechen heute über die Bedeutung des Nachfassens. Warum ist das überhaupt wichtig? Wir sprechen über die richtigen Fragen. Die kannst du dir aufschreiben. Das ist ausnahmsweise mal so etwas, was du tatsächlich auswendig lernen darfst. Weil ich bin keiner, der dir sagt, du musst diesen Leitfaden auswendig lernen und dich so und so benehmen. Aber diese drei Fragen, die ich dir heute vermittle, die sind essentiell, die musst du stellen. Es gibt auch keine anderen. Also wenn du andere Fragen stellst, bist du sofort raus. Du musst diese drei Fragen stellen, die du jetzt gleich kennenlernen wirst. Und ich werde dir erzählen, etwas erzählen über eine Leiter, über eine Eskalationsleiter. Also über eine Leiter, wo, ich habe das erste Mal das Wort gelernt in der Mediation. Ich bin ein ausgebildeter Mediator und Mediator ist jemand, der Konfliktbegleiter ist. Der begleitet Menschen bei der Lösung von Konflikten. Und dort gibt es auch verschiedene Eskalationsstufen, dass du dich fragst, wie weit ist denn dieser Konflikt schon eskaliert? Und auch in unserem Geschäft gibt es eine Eskalationsleiter und das ist das dritte, über das wir sprechen. Doch wir beginnen mal mit Teil 1. Was ist die Bedeutung des Nachfassens? Stell dir mal vor, du backst einen Kuchen, also du bereitest das Backen des Kuchens vor. Du machst alles, was du brauchst. Du machst den Teig, du schlägst die Eier auf, du holst das Mehl, du wiegst alles ab, du machst die ganzen Vorbereitungsarbeiten und dann hast du den Teig fertig und du füllst ihn in die Backform, die ist auch schön ausgefettet und dann stellst du diese Backform in den Ofen. Stellst die Backform in den Ofen und gehst einkaufen. Kommst abends nach Hause, eröffnest deine Wohnung und erstaunlicherweise riecht die Wohnung nicht nach Kuchen. Weil du hast etwas vergessen. Du hast vergessen, den Ofen anzumachen. Alles, was du bis zu dem Zeitpunkt getan hast, ist eigentlich vergebens, weil du könntest es natürlich immer noch anmachen, aber eigentlich ist alles vergebens, weil der Kuchen ist nicht gebacken. Der Kuchen ist nicht zum Kuchen geworden. Das gleiche ist, wenn du kochst und du bringst die Zutaten, weil irgendwas passiert, du wirst angerufen und musst weg, dann hast du halt kein Essen. Wenn du einen Prozess nicht beendest, wird er nicht vollendet. Und das, was ich dir jetzt heute versuche nahezubringen, das Nachfassen, ist wie beim Backen, den Kuchen nicht in den Ofen zu stellen, beziehungsweise den Kuchen nicht zu backen. Wenn du den zweiten Schritt nicht machst, dann ist alles, was du davor getan hast, umsonst. Und das wäre halt doch total dumm, dass du hier die ganze Zeit zuhörst und lernst und lernst und lernst und lernst, wie du eine Einladung aussprechen kannst. Das ist die erste Schlüsselqualifikation, die erste ist halt, dich mit Menschen zu verbinden. Die zweite ist aber für das Geschäft, eine Einladung auszusprechen, dass der andere überhaupt mitkriegt, was du tust. Die Verbindung ist ja noch im Vorbereitungsbereich. Und dann kommt der Punkt, wo du jetzt mir mal vertrauen musst. Du musst nicht mir vertrauen, du kannst der Statistik vertrauen, aber das ist auch auf dem Poster abgebildet, dass da dieser Bereich hier unten, das ist ein ganz, ganz wichtiges Element des Posters und zwar stehen da statistische Daten. Und das, was ich dir jetzt vorlese, ist eigentlich unglaublich, weil wenn man sagt, dass Menschen im Verkauf tätig sind, sollten die es eigentlich besser wissen. Aber tatsächlich ist es so, dass fast 50% der Menschen, die etwas verkaufen, und du bist ja auch im Vertriebsgeschäft, dass fast 50% der Menschen bei einem Interessenten nicht mehr nachfragen. Das ist also so, dass du die Einladung aussprichst und 48%, also fast die Hälfte der Menschen, nachdem sie die Einladung ausgesprochen haben, kommen nicht mehr auf den anderen zurück und sprechen ihn ja nicht mehr drauf an.
Ist das irre? Ich finde das immer wieder so, wenn ich mir die Zahl immer wieder vorstelle. 48% der Menschen fragen bei einem Interessenten nicht nach. Und ich gehe davon aus, dass fast alle, die hier jetzt zuschauen, das Poster zu Hause haben. Ist dir das bewusst gewesen, dass das da draufsteht, dass das so eine unglaublich explosionsgewaltige Zahl ist? Da steckt so viel Feuer drin in dieser Zahl. Dann 25%, das sind also nochmal ein Viertel von 100 Leuten, das ist ein Viertel von allen, höre nach dem zweiten Kontakt auf, wenn du das zweite Mal nachgefragt hast. Das heißt, 48 und 25, das sind ja schon 75, das sind 73% aller Menschen, drei Viertel aller Leute hören nach dem zweiten Kontakt auf. Der erste Kontakt ist die Einladung, der zweite Kontakt ist das erste Nachfragen und dann gibt es nochmal 12%, die nach dem dritten Kontakt aufhören. Und das ist ja vielleicht für viele schon, wow, dreimal. Wir reden jetzt hier von insgesamt, das habe ich gesagt, 73, 5, 5, 5, wir reden von 85%. 85% aller Menschen hören, kommen nicht weiter als drei Nachfass, also drei Situationen, die Einladung und dann zwei Gespräche danach. Nur 10% machen mehr als drei Kontakte. Nur 10% aller Menschen machen mehr als drei Kontakte. So, jetzt überleg mal, jetzt kommt die letzte Zeile, alles unten auf dem Poster steht. Nur 2% aller Verkäufe entstehen beim ersten Kontakt. Das heißt, du machst eine Einladung und von 100 Leuten, denen du eine Einladung machst, werden nur 2% sagen, oh, finde ich prima, möchte ich sofort haben. Die anderen brauchen mehr Kontakte, die brauchen mehr Berührung. Und zwar 3% aller Menschen brauchen zwei Kontakte. 5% brauchen drei Kontakte. So, jetzt haben wir ja gerade darüber gesprochen, dass es Menschen gibt, die nur bis zum dritten Kontakt kommen, aber nicht alle, also es sind ja nur 12%, die bis zum dritten Kontakt kommen. Und wir haben darüber gesprochen, dass das 85% aller Menschen sind, die in dieser Gruppe sind. Das heißt, diese Gruppe kann niemals erfolgreich werden mit einem Vertriebsjob. Nie im Leben. Das geht gar nicht. Rein statistisch geht es nicht, dass sie erfolgreich werden, weil, und jetzt kommt der Schlüsselsatz für dich, 80% aller Geschäfte bzw. aller Kaufentscheidungen werden zwischen dem fünften und dem zwölften Kontakt getroffen. 80% aller Käufe. Wenn 100 Menschen kaufen, brauchen 80% davon 5 bis 12 Entscheidungen. Und wenn du Verkäufer bist und du möchtest gerne viel verkaufen und du nicht über drei Kontakte kommst, wirst du ganz wenig verkaufen, du wirst ganz wenig Erfolg haben und du wirst halt niemals die große Menge erreichen, weil wenn du einfach weitermachen würdest, kommen die automatisch oder kämen sie automatisch. Und das hat das Gesamte, diese Statistik, ist deshalb so wichtig, weil sie dir die Bedeutung klar machen muss, dass du im Nachfassprozess, dass da im Grunde genommen alles drinsteckt. Im Nachfassprozess steckt im Grunde genommen die Musik. Man sagt im Online-Marketing, sagt man, the fortune, also das Vermögen, ist in der Liste. Und in der Liste ist es deshalb, weil wenn du eine E-Mail-Liste hast und diese Menschen immer wieder ansprichst, wenn du mit diesen Menschen immer wieder kommunizieren kannst, darin liegt dein Vermögen. Das Essentiellste ist, dass du eine große Liste hast von Menschen, die du über dein Produkt informiert hast und niemals aufhörst, mit diesen Menschen zu arbeiten. Ein Mensch, der mit dir, der nach unserer Philosophie, nach unserer Networker-Herzblut-Fantasie oder nach unserem System arbeitet, wird niemals aus deinem System rausfliegen. Auch in 15 Jahren nicht. Du wirst den natürlich in den nächsten 15 Jahren nicht täglich anrufen, aber es gibt durchaus Situationen, dass ich sage, leg den doch mal ein halbes Jahr weiter. Guck doch mal, wie sich in einem halben Jahr sein Leben verändert hat. Schau doch mal, wie in einem halben Jahr, ob das Kind inzwischen schon, das Neugeborene, was damals der Grund war, mit diesem Geschäft oder mit dieser Situation sich nicht zu beschäftigen, obwohl ein Bedarf da war, ob das Kind inzwischen so stabil und selbstständig ist, dass er sagt, jetzt kann die Mutter sagen, jetzt kann ich wieder was tun. Ob der neue Job denn wirklich das ist, was passiert ist. Ob die neue Partnerschaft immer noch so, ich bin so verliebt, ich bin so verliebt, oder ob nach einem halben Jahr vielleicht schon wieder Zeit für ein neues anderes entstehen ist. Ein halbes Jahr ist total viel. Das heißt, in unserem System legen wir Menschen immer nur ein halbes Jahr weiter und haben dann nochmal wieder Kontakt mit ihnen. Vielleicht auch früher, aber das ist mal ein Beispiel. Das heißt, du holst Menschen einfach nie ab. Ich habe eine Geschichte, die ist ganz wertvoll. Das ist Jordan Adler. Jordan Adler ist ein Mann, der ein Buch geschrieben hat, das heißt Beach Money.
Leider habe ich dieses Buch noch nie auf Deutsch gefunden. Also Strandgeld, Beach Money. Und Jordan Adler ist jemand, der, der Vergleich hängt jetzt ein klein bisschen, weil der hat trotzdem angefangen. Aber Jordan Adler hat in den ersten Jahren in seinem Geschäft überhaupt nichts gerissen. Er war also sehr, sehr erfolglos, 14 Jahre lang, und ist dann zum erfolgreichen Menschen geworden. Und vielleicht liegt es auch daran, dass er irgendwann dann verstanden hat, wie dieser Prozess ist und dass er einfach an diesem Geschäft dranbleiben muss. Ich merke gerade, dass dieses Beispiel irgendwie gar nicht so richtig gepasst hat. Es passt zumindest nicht zum Nachfassen. Es passt zum Nicht-Aufgeben, aber nicht zum Nachfassen. Also, das ist jetzt, das nehmen wir jetzt mal wieder raus. Also, die Bedeutung vom Nachfassen ist, dass du sich echt, ich konnte, dass du dich echt mit diesem Prozess beschäftigen musst. Das ist die Bedeutung des Nachfassen. Wenn du es nicht tust, dann hast du halt einfach alles, was davor gewesen ist, verdorben. Du kannst Nachfassen lernen. Es ist so wichtig, dass du das Gefühl hast, dass das ist keine hohe Wissenschaft. Du musst halt einfach ein Verständnis dafür haben. Du musst ein System haben. Das schaffen wir hier gerade gemeinsam. Und du musst die richtigen Fragen stellen. Und das Schlimme ist immer, dass wenn du nicht die richtigen Fragen stellst, wenn du den Prozess einfach praktisch dem offenen Meer überlässt, das ist so wie wenn du ohne Steuerrad dein Segel, dann dich aufs Meer gibst und lässt den Wind in dein Segel treiben und hältst das Lenkrad nicht fest, dann weißt du halt nicht, wo es hingeht. Wenn du aber die richtigen Fragen stellst, hast du den Prozess im Griff und wenn du ihn im Griff hast, ist er auch nicht mehr schlimm, weil dann kommen nicht Antworten, die du nicht willst, sondern dann kommen genau die Antworten, die du willst. Und das bringt uns jetzt zu den wichtigen Fragen. Also Punkt 2 sind die wichtigen und die richtigen Fragen. Die musst du dir jetzt auf jeden Fall aufschreiben. Das Erste, was du dir aufschreibst, ist eine Frage, die du niemals stellen darfst. Niemals stellst du bitte die Frage, und wie hat es dir gefallen? Oder, und was hältst du davon? Oder die Frage, wie findest du es? Oder die Frage, na, wie war's? Diese Fragen sind überhaupt nicht erlaubt. Die gehen ganz und gar nicht, weil diese Frage jede Antwort möglich machen. Du möchtest diesen Prozess steuern, du möchtest diesen Prozess führen und du möchtest, dass er eine Sache nicht tut. Menschen sind von Natur aus kritisch. Warum sind Menschen kritisch? Nicht, weil sie kritisch sind. Menschen sind kritisch, weil sie ein kritisches Verhalten mit Intelligenz gleichsetzen. Jeder Mensch möchte gerne intelligent wirken. Ein Mensch, dem du alles erzählen kannst, wirkt für sich nicht intelligent, sondern er denkt, boah, dem kannst du ja alles verkaufen. Weil er nicht das Gefühl haben will, dass man ihm alles nicht verkaufen im Sinne von Geldgeschäft, sondern im Sinne von, du kannst ihm jede Geschichte erzählen, der glaubt ja alles. Weil das eine Haltung ist, die Menschen für nicht anstrebenswert und für dumm halten, sind Menschen interessiert daran, intelligent zu wirken. Wenn sie intelligent wirken wollen, müssen sie kritisch sein. Und wenn du jemandem etwas Neues vorstellst und ihm dann sagst, na, wie war's, dann wird er dir nicht sagen, boah, das ist ja irre, sondern er wird dir sagen, na, ob das funktioniert, ob das klappt. Er wird kritisch reagieren. Du willst aber nicht, dass er kritisch reagiert, sondern du möchtest ihn durch diesen Nachfassprozess führen, weil du bist derjenige, der seinen Bedarf herausgefunden hat. Ihr habt eine gute Verbindungsqualität und du hast eine Lösung für seinen Bedarf. Jetzt wissen wir, dass nur 2% aller Menschen überhaupt in die Lage sich versetzen können, sofort eine Entscheidung zu treffen. Ja, die anderen 98% musst du anders bedienen. Da musst du bis zu 5 bis 12 Kontakte musst du haben. Das heißt, es beginnt ein Nachfassprozess jetzt. Und dieser Nachfassprozess, den nenne ich auch den Sponsorkreislauf, weil das ist das, was du halt immer wieder tun wirst in deinem Geschäft. Und du musst jetzt die richtigen Fragen stellen, um ihn durch dieses Nachfassthema, nachdem du ihn eingeladen hast, nachdem er dein Video gesehen hat, nachdem die Hotelpräsentation beendet ist, nachdem ihr auf dem Sofa euch den Film angeschaut habt, nachdem das Dreiergespräch zu Ende ist, musst du ihm diese drei Fragen stellen, die jetzt kommen. Die erste Frage ist: Was hat dir am besten gefallen? Und der kritische Mensch, der intelligente Mensch versucht natürlich jetzt auszuweichen und sagt, ja, so Sachen, wie du mir da gezeigt hast, die kenne ich ja schon. Dann sagst du, das habe ich nicht gefragt. Du bist da ganz ernst, du bist da ganz streng, weil du hast eine Mission, du hast eine Aufgabe. Du hast seinen Bedarf erkannt, du willst ihm helfen, seinen Bedarf zu lösen. Das ist so wie wenn er was im Auge hat, was brennt. Ja, er hat irgendein, sag ich mal, er hat was Brennendes im Auge und du weißt ganz genau, dass er das nicht mit Wasser auswischen darf, sondern er muss das mit Öl, mit Olivenöl oder sowas auswischen.
dann würdest du auch dafür kämpfen, dass er es richtig macht. Und in diesem Fall will er ausweichen. Und du hast gefragt, was hat dir am besten gefallen? Und er sagt, ja, sowas kenne ich schon. Er weicht aus und du holst ihn zurück und du sagst, das habe ich nicht gefragt. Sag mir doch einfach, was dir am besten gefallen hat. Du kannst mir alles sagen. Was hat dir am besten gefallen? Es hat noch niemals jemand zu mir gesagt, ja, die Krawatte vom Sprecher oder das Rot im letzten Bildschirm. Kein Mensch gibt eine dumme Antwort. Die haben alle nur Angst, etwas Gescheites zu sagen, weil dann das Gefühl entsteht, ach ja, ich bin ja nicht kritisch, ich bin nicht intelligent gewesen. Zwingen Sie sie dazu mit der Frage, was hat dir am besten gefallen? Sag mir doch einfach nur, was du richtig cool gefunden hast. Immer ist doch irgendwas bei, was dir gefallen hat. Lenke seinen Fokus auf etwas Positives. Und er wird dir sagen, ja, das mit den Produkten, also vielleicht, ne? Das mit den Produkten war schon verdammt cool. Oder das mit dem so und so, was du das da in dem Video war. Oder das mit dem Geschäftsmodell. Oder. So, jetzt sagt er dir etwas, was in dem Video war oder in der Präsentation oder in dem Gespräch oder wie auch immer es ihm zu Ohren gekommen ist. Er sagt etwas und jetzt ist wichtig, dass du ihm das Gefühl gibst, dass er was Richtiges gesagt hat. Jetzt gibt es zwar Möglichkeiten, aber wir wollen ja nicht lügen. Jetzt, wenn das etwas ist, was dir auch am Anfang richtig gut gefallen hat, sagst du, ey, das ist super, genau das war auch mein erster Gedanke. Das fand ich immer richtig cool. Wenn das aber du selber nicht so empfunden hast und du nicht, und die Unwahrheit, also ich würde dich niemals dazu aufrufen, ich würde immer sagen, du musst jetzt eine Antwort geben, die ähnlich ist. Und dann sagst du halt, wenn das hoffentlich stimmt, das ist etwas, was viele neue Geschäftspartner auch richtig cool finden. Damit er das Gefühl kriegt, er hat was Gutes gesagt, er hat was Intelligentes gesagt, er hat etwas gesagt, du musst ihn bestärken in seiner Situation. Das heißt, du fragst ihn, was hat dir am besten gefallen, bekommst ihn dazu, etwas zu sagen und dann muss er das Gefühl kriegen, das, was ich gerade gesagt habe, war richtig. Und das kannst du tun dadurch, dass du ihn bestärkst. Das sagen viele andere auch. Das ist echt ganz, ganz irre. Dafür ist unsere Firma bekannt, dafür ist das Produkt bekannt. Ja, das ist wirklich eine irre Sache. Die hat auch mir am Anfang gut gefallen. Die hat auch mich am Anfang so begeistert, wenn das denn stimmt. So, wenn du das gesagt hast, dann habe ich mir so angewöhnt, auch wenn es nicht im Schulbuch steht, aber für mich ist das so, dass ich immer gesagt habe, was hat dir denn noch gut gefallen? Weil wenn einmal das Eis gebrochen ist, dann geht es relativ schnell. Dann sagt er dann, er macht nicht nochmal so einen Zirkus. Die Person sagt dann in der Regel relativ schnell, ja, das war auch ganz cool. Ja, dass er vorher über das Produkt gesprochen hat, sagt er vielleicht was zu dem zweiten Produkt oder er sagt was zu dem Geschäftsmodell oder er sagt was von dem, jetzt die Zeit, die man sich damit erwirtschaften kann oder die Möglichkeiten, was auch immer. So, das kannst du einfach dann so stehen lassen. Und jetzt kommt die Frage 2. Die Frage 2, die kannst du mit dem Wort hypothetisch stellen oder die kannst du ohne das Wort hypothetisch stellen. Ich mache das immer so, dass ich das mit von der Person abhängig mache. Wenn das so jemand ist, der mir vorher so komplett kritisch gekommen war, oder wenn das jemand war, der mir vorher komplett kritisch gekommen ist, dann sage ich mal ganz hypothetisch, nur mal für ein Gedankenspiel, wenn du dir dieses Geschäft jetzt anschaust, was du hier gesehen hast, und wenn ich dich frage, wenn auf einer Skala von 0 bis 10, wenn 0 bedeutet, das ist überhaupt nicht deine Welt, das interessiert dich überhaupt nicht, das ist eine glatte Null. Und 10 würde bedeuten, du findest das so toll, du würdest das direkt gerne machen, dieses Geschäft. Wenn das diese Bandbreite ist, von 0 bis 10, wo würdest du dich da einordnen? Also mal ganz hypothetisch oder du lässt das hypothetisch weg. Jetzt versucht er wieder auszuweichen. Jeder Mensch, also die meisten Menschen versuchen auszuweichen und sagen dann, ja, wie meinst du das jetzt? Weil sie Zeit gewinnen wollen. Das ist so wie in der Schule früher, wenn du die Frage von der Lehrerin wiederholt hast. Ja, wie jetzt? Ganz einfach. Sag mir einfach nur eine Zahl. Du kannst 0 sagen, du kannst jede Zahl dazwischen sagen, du kannst auch 10 sagen. Gib mir mal eine Zahl, wie du das, was du gerade gesehen hast, findest. Geht übrigens auch bei Produkt, wenn du nur über ein Produkt gesprochen hast. Wie sehr kannst du dir vorstellen, dass dieses Produkt für dich interessant wäre? So, und dann sagt er dir, im besten Falle, und das wird immer passieren, du arbeitest dran, dass er diese Zahl sagt, dann sagt er dir eine Zahl. So, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe noch nie erlebt, dass einer 0 oder 1 gesagt hat. Noch nie. Das Geringste, was ich gehört habe, war in meinem Sponsor lebende 3. Das meiste, was ich gehört habe, war 5. Das ist so unsicher. Und dann das zweitmeiste waren 7. Das drittmeiste waren 7. Das heißt, das sind die Werte, die man so hört. Jetzt fangen wir mal an bei demjenigen, der eine 3 sagt. Wenn 5 die Mitte ist, und das ist so neutral, da kann mir ja nichts passieren. Menschen haben natürlich in der Situation, wenn du so professionelle Fragen stellst, merkt natürlich jeder, dass du weißt, was du tust.
Und da kann eure Verbindungsqualität noch so gut sein. In dem Moment ist er im Ich will mich schützen-Modus. Er will einfach nur darauf achten, dass er jetzt nichts Falsches sagt. Das heißt, das ist auch ein gutes Gefühl, was er da hat. Das ist ja nichts, was man ihm wegnehmen darf. Wenn er 3 sagt, dann ist er jemand, der sagt, na, da ist aber noch vieles unklar für mich. Und jetzt kommt deine Reaktion. Und jetzt muss ich dir kurz die Eskalationsleiter erklären. Du sagst ihm, was bräuchtest du, um von einer 3 auf eine 4 zu kommen? Die Eskalationsleiter ist, dass du nicht sagen kannst, du kannst natürlich sagen, rein technisch könntest du sagen, was brauchst du, um von einer 3 auf eine 10 zu kommen, aber jeder intelligente Mensch würde dann sagen, oh, jetzt werde ich, egal was ich jetzt sage, jetzt werde ich verhaftet, jetzt muss ich das tun. Aber wir haben ja gelernt, 5 bis 12 Kontakte in der Regel. Das heißt, jemand muss langsam an ein Thema herangebracht werden. Es gibt Menschen, die brauchen Jahre. Ich kenne eine Frau aus Remscheid, mit der ich nicht groß geworden bin. Die habe ich in meiner als junger Mann habe ich die kennengelernt. Die war die Freundin von einem Freund. Die ist heute die Top-Leaderin bei einem Network-Marketing-Unternehmen. Und die hat von ihrem Sponsor über 2 Jahre hat er sie sozusagen in der Pipeline gehabt und hat immer wieder mit ihr gesprochen. Über 2 Jahre ist er an ihr dran geblieben und heute ist sie eine Top-Leaderin in diesem Unternehmen, die für ihn sozusagen das gesamte, also ich sag mal bestimmt für einen ganz großen Teil seines Einkommens ist diese Frau verantwortlich. Und die hat 2 Jahre gebraucht und nicht einmal gesprochen, 2 Jahre nichts gehört und dann nochmal gesprochen, sondern immer wieder Kontakt gehalten innerhalb dieser 2 Jahre, weil er wusste ganz genau, er muss sie durch diese Prozesse führen und manche Menschen brauchen ja auch mehr als 12 Kontakte. Ist ja ein Durchschnittswert 5 bis 12. Ja, vielleicht gibt es auch Menschen, die brauchen 24 Kontakte. So, weil das deine Aufgabe ist und du keinen Menschen von einer 3 auf eine 10 holen kannst, musst du langsam vorgehen. Und das Schulbuch sagt, du geh in Schritten, du fragst sie in 2er-Schritten. Ich bin der Meinung, wenn einer 3 sagt, möchte ich noch vorsichtiger sein. Ich sage dann, was bräuchtest du, um von einer 3 auf eine 4 zu kommen? Was bräuchtest du, um von einer 3 auf einen etwas höheren Wert, zum Beispiel 4 zu kommen? Was du jetzt tust, ist, vorher hast du seine Aufmerksamkeit komplett auf das Gute gelenkt, auf das Positive. Du hast ihn durch seine Frage, hast du gesagt, was war an dem, was du gerade wahrgenommen hast, positiv? Wie, als wenn du ihn durch so ein Rohr gucken lässt. Und jetzt machst du genau das Gegenteil. Du lässt ihn jetzt durch ein anderes Rohr gucken. Und zwar durch das Rohr, wo er einen Fehler suchen darf. Suche den Fehler. Was bräuchtest du, um von einer 3 auf eine 4 zu kommen? Was jetzt in seinem Kopf passiert, ist ganz einfach. Er denkt, was war der größte Bug? Was war der größte Fehler, den ich gehört habe? Was war das, was ich nicht glaube? Was war das, was ich mir nicht vorstellen kann? Und er wird wahrscheinlich sagen, da habe ich noch nie nicht sofort eine Antwort gekriegt, weil das kann jeder sofort sagen. Ich müsste, glaube ich, verstehen, dass das legal ist. Wenn jemand so auf einer 3 ist, kann es durchaus sein, dass er das Ganze in Frage stellt. Also, oh, das kann doch wohl nicht sein. Also, wo soll denn dieser Geldregen herkommen? Das hat keiner von Geldregen gesprochen, aber er hat das Gefühl, es gibt Geld fürs Nichtstun. Vielleicht. Das ist ein Glaubenssatz, der nicht funktioniert. Im Network Marketing muss man sehr, sehr, sehr viel arbeiten. Das heißt, er sagt etwas, ja, wenn ich wüsste, dass das legal ist. Er sagt vielleicht, ich kenne nicht viele Menschen. Wie ich die Menschen kennenlernen könnte. Oder ich habe so viel zu tun, ich habe überhaupt keine Zeit für was anderes. Oder ich bin gerade Mutter geworden, ich habe andere Sorgen, als mich damit zu beschäftigen. Was auch immer die Antwort ist, du hast seinen größten Schmerzpunkt, seinen größten Kritikpunkt hast du gerade gefunden. Du hast herausgefunden, was ihn davon abhält, jetzt das sich offen anzuschauen. Und du bist im Sponsorkreislauf und die Eskalationsleiter sagt dir, geh langsam nach oben und du hast ja vorher gelernt, wir arbeiten im Tool-Termin-Kreislauf. Tool-Termin, Tool-Termin, also Werkzeug-Termin, Werkzeug-Termin. Und du bist ja jetzt gerade auch mit diesem Nachfassgespräch in einem Termin, wenn du ihm ein Video geschickt hast oder du bist halt nach der Hotelpräsentation, sitzt du mit ihm zusammen. Und jetzt könntest du sagen, du, wenn ich dir jemanden vorstellen könnte, der die gleiche Frage hatte wie du, der auch geglaubt hat, ich habe keine Zeit dafür, der auch geglaubt hat, ich kenne zu wenig Menschen, der auch geglaubt hat oder der sich die Frage gestellt hat, ob das denn überhaupt legal ist. Wenn ich dir jemanden vorstellen könnte, der das am Anfang auch so gesehen hat, würde das für dich hilfreich und wertvoll sein?
Da sagt der andere, das ist ähnlich wie bei der Frage, wenn ich dir etwas zeigen kann, du bist wieder in der Reziprozität, wenn ich dir eine Person zeigen würde, wenn ich dir eine Person vorstellen würde, die das schon positiv, die die gleiche Situation hatte wie du, die auch dieses Gedankenproblem hatte, würde dir das weiterhelfen? Dann sagt er in der Regel ja. Und dann hast du deine nächste Aufgabe, weil du bist im Sponsorkreislauf. Du bist dabei, dem anderen dieses Geschäft nahezubringen. Es ist deine Hauptaufgabe, ihm jetzt zu sagen, okay, ich rufe dich an und ich besorge diesen Termin. Lass uns mal mit einer Person sprechen. Ich schaue mal, wer da am geeignetsten für ist. Und in dem Moment ist das Gespräch eigentlich beendet. In dem Moment ist das Thema beendet, weil jetzt hast du eine Aufgabe. Deine Aufgabe ist jetzt, jemanden in deinem Team zu finden. Wenn du ganz neu bist, rufst du deinen Sponsor an und sagst, ich habe hier einen Interessenten, der hat das und das Problem. Der sagt, er würde gerne, er kann sich nicht vorstellen, dass er das als Schwangere machen kann, als Mami, als frisch geboren, nicht frisch geboren, also frisch gewordene Mama. Er kann sich das nicht vorstellen. Oder wenn er sagt, ich weiß nicht, ob das legal ist, dann gibst du ihm einfach Informationen von der Industrie- und Handelskammer, wo dieses Geschäft beworben wird, vom Verband, besorgst ihm solche Informationen oder du organisierst einen Dreier-Call mit deinem Sponsor, der in dem nächsten Telefonat ihm ein paar Grundlagen, auch rechtliche Grundlagen geben kann. Manchmal habe ich auch schon gehört, dass Beamte sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich das durchführen kann als Beamter, mir ist das verboten in meinem Arbeitsvertrag. Das ist auch so ein Ding, wo man den Interessenten abholen muss. Ein Arbeitgeber darf dir nicht verbieten, so etwas zu tun, es sei denn, es ist in absolutem Widerspruch zu deiner Tätigkeit. Jetzt stell dir mal vor, es gibt in Deutschland 7 legale Möglichkeiten, in Deutschland Geld zu verdienen. Und angestellt zu arbeiten ist nur eine davon. Jetzt stell dir mal vor, du würdest von deinem toten Onkel von deinem verstorbenen Onkel ein Stück Land erben, ja, in Deutschland. Irgendwo erbst du ein Stück Land. Und du hast auf einmal Wald. Und dieser Wald, dafür gibt es Menschen, Jäger, die zahlen Pacht dafür, dass du einen Wald hast. Glaubst du eigentlich, dass dir dein Arbeitgeber, bei dem du arbeitest, bei dem du, sag ich mal, Verkäuferin in einem Kaufhaus bist, und du erbst ein Stück Wald und hast jetzt jedes Jahr 5.000 € Pachteinnahme durch ein Land. Glaubst du eigentlich tatsächlich, das kann man im Arbeitsvertrag ausschließen, dass du kein anderes Einkommen haben darfst? Das kann man nicht ausschließen. Das muss deinem Interessenten aber jemand erklären. Man muss ihm das Gefühl dafür geben, dass vielleicht ein Steuerberater oder jemand, den er für kompetent hält, ihm erklärt, dass eine selbstständige Tätigkeit, die er verbringt, von niemandem auszuschließen oder zu verbieten ist. Kein Arbeitgeber kann dir verbieten, nebenberuflich selbstständig zu sein. Das ist rechtlich nicht möglich, weil du darfst 7 verschiedene Einkommensarten in Deutschland nebeneinander betreiben. Du darfst Immobilien besitzen und Mieteinnahmen haben. Du darfst Forstwirtschaft betreiben. Du darfst ein Geschäft betreiben. Du darfst ein Handelsgeschäft betreiben. Du darfst unterschiedlichste Dinge tun. Keiner darf dir das verbieten. Aber wenn natürlich ein Angestellter das nicht weiß und er weiß einfach nur, dass in seinem Arbeitsvertrag steht, ich darf keinen Nebenjob haben, glaubt er, du würdest, er würde, der würde, wir würden gerade über einen Nebenjob reden. Wir reden nicht über einen Nebenjob. Wir reden bei Network Marketing über Selbstständigkeit. Wir reden über eigenverantwortliches Handeln als eine Person, die eine Provision dafür bekommt, anderen Menschen Produkte nahezubringen. So, diese Information hat er nicht und er glaubt, deshalb sagt er drei, das geht nicht, ich bin ja Beamter. Also ist deine Aufgabe, das zu transportieren. Und somit bist du im Tool-Termin-Kreislauf. Das Werkzeug ist, du holst eine kompetente Person an Bord. Der Termin ist, du rufst ihn an und sagst, ich habe jemanden gefunden, wann können wir darüber telefonieren? Das ist, wenn du noch jemanden suchen musst. Wenn du die Person direkt findest, machst du halt direkt den Termin. Und so bist du in diesem Kreislauf. Wenn jemand 5 sagt, dann gehst du genauso vor, aber bei einer 5 traue ich mich, habe ich mich immer getraut zu sagen, was brauchst du, um von einer 5 auf eine 7 zu kommen? Was danach kommt, ist genau das Gleiche. Und ich kann dir sagen, wenn einer 7 sagt, dann ist der schon sehr interessiert. Also dann findet er das schon cool. Leider der Dreier ist recht kritisch, der Fünfer weiß noch nicht, wohin er tendiert. In der Regel sagen sie 5, wenn sie 6 und 7 meinen. Aber der 7 sagt, der meint eigentlich 8. Du kannst natürlich den Prozess nicht verkürzen. Du kannst ja nicht sagen, ah, der hat 7 gesagt, das geht schneller. Aber rein technisch ist es natürlich schneller, jemanden von einer 7 auf eine 9 zu holen, als jemanden von einer 3 auf eine 9 zu holen. Das kann ja verschiedene Schritte brauchen in diesem Prozess. So, und es ist halt einfach ganz wichtig zu verstehen,
das Selbstverständnis zu haben, dass du ihn durch diesen Prozess begleitest. Das ist das, was im Network Marketing gelernt wird. Das ist das, wo du Profi werden musst. Das ist das, was dem anderen auch gut tut. Weil du hast die Vorinformation. Wenn du mit der Kindergartengruppe, ich komme nochmal auf das Beispiel zurück, wenn du mehr Ahnung hast als die Kinder und du weißt, wie du 20 Kinder durch den Regen und durch den Wald mit Regen führst oder durch den Wald im Regen führst, dann ist es natürlich für das Kind im ersten Moment nicht schön, wenn du sagst, zieh deine Mütze auf. Wenn das Kind aber nicht krank ist oder wenn das Kind versteht, dass das, was du tust, wohlwollend und wertschätzend ist, dann wird es das im Nachhinein als gut bewerten. Und so ist das auch in diesem Sponsorprozess. Du hast die Ahnung, du weißt, wo es lang geht, du musst ihm helfen, durch diese Prozesse zu kommen, weil er wird dieses Produkt nicht alleine kennenlernen, weil statistisch haben nur 2% eine Chance, das direkt aufzunehmen. Wenn du aber weißt, dass dieses Produkt oder das Geschäftsmodell seinen Bedarf deckt, dann wärst du eigentlich nicht der Unterstützer, nicht der Helfer, der du sein möchtest, wenn du dann aufhörst. Das ist so lustig, aber eigentlich ist Nachfassen eine Pflicht für dich. Wenn du in diesem Geschäft bist, ist es eine Pflicht nachzufassen. Und so lange nachzufassen, bis der andere dir sagt, mich interessiert dieses Geschäft nicht, ich bin gedanklich auf einer Null. Dann sagst du, prima, ich finde es total schön, du hast mich jetzt kennengelernt, du hast das Geschäft kennengelernt. Wen kennst du, für den dieses Geschäft interessant wäre? Dann gehst du direkt in den Bereich der indirekten Empfehlung oder der super indirekten Empfehlung. Der hat dich ja kennengelernt. Lass niemals jemanden gehen, der Nein sagt, ohne ihm sozusagen noch eine Empfehlung nicht abzuluxen, sondern eine Empfehlung zu holen. Weil wenn du alles richtig gemacht hast, ist ja auch durch diesen Prozess die Verbindungsqualität noch mehr gestiegen. Er ist jetzt auf deiner Exposed-List. Er weiß, dass du Network Marketing machst. Er weiß, wie professionell du das machst. Er weiß alles von dir. Und jetzt kannst du die Verbindungskarte spielen, weil wenn er weiß, was du tust, kannst du ihn doch fragen, ob er dir helfen kann. Ob er Menschen kennt, die einen Bedarf haben. Und auf dem Aktivitätsmesser, den wir ja schon besprochen haben, machst du dir ganz einfach unten einen Strich. Ich habe aktiv Menschen nach Kontakten, nach Empfehlungen mit Bedürfnissen gefragt. Dann schließt sich der Kreislauf. Und das ist der Sponsorprozess. Das ist das, was hier mit dieser Schlangenlinie abgebildet ist. Und beim nächsten Gespräch werden wir über das Closing sprechen, also über den Abschluss. Wie schaffst du es, dieses Gespräch abzuschließen? Was mir halt wichtig war, ich fasse nochmal zusammen, ist, dass du die Bedeutung vom Nachfassen verstehst. Auch wenn das Beispiel so platt ist nach dem Motto, ja, wieso sollte ich denn den Kuchen nicht anmachen, den Ofen nicht anmachen? Natürlich wirst du den Ofen anmachen. Aber es ist auch nicht natürlich, dass über 50% der Menschen bei einem Interessenten, den sie ein Angebot haben, nicht nachfragen. Das heißt, unnatürliches Verhalten existiert auf dieser Welt. Und da dieses Geschäft, das Network-Marketing-Geschäft, dieses sozusagen Verkaufsgeschäft, in dem du bist, für viele noch etwas ist, was mit Drängen zu tun hat, du aber nicht drängen, sondern informieren musst, verstehe ich sogar, dass viele nicht nachfassen, weil sie Angst haben. Wenn du Profi werden willst, musst du die Angst überwinden. Und ich möchte dir oder habe dir heute eine Möglichkeit vorgestellt, wie du sehr professionell, sehr präzise mit vorgegebenen Worten oder Wörtern diese Fragen stellen kannst und welche du nicht stellst. Was hat dir am besten gefallen? Auf einer Skala von 0 bis 10, wo ordnest du dich ein? Was bräuchtest du, um von dem Wert auf den einen Punkt höheren Wert zu kommen? Das sind die drei Fragen. Die kannst du auswendig lernen. Was anderes gibt es nicht. Und dann bist du in deinem Tool-Terminkreis. So, ich sehe viele Kommentare. Wir haben 8.14 Uhr. Ich kann jetzt, 73% hört am zweiten Punkt auf. Das ist vielleicht der Knackpunkt, vermeintliche Erfolgslosigkeit. Ja, ganz genau. So, schaut mal auf das Poster. Da sind die ganzen Werte drauf. Wer das Poster noch nicht hat, ihr Lieben, das geht gar nicht. Also ich sage euch noch einmal, das Poster ist gratis. Ich verschenke euch das. Es kostet 8,90 Euro. Karton, Versandkosten und für die Familie, die das für uns einpackt. Die machen das mit Liebe und mit Herzlichkeit. Ja, wir haben noch so ein Schaumgummi-Ding da reingemacht, damit das überhaupt nicht verrücken kann, dass das auch wirklich ankommt. Ich habe gestern wieder neue Schaumgummis bestellt, damit alles bei euch sauber ankommt. Wir verdienen mit diesem verdammten Poster kein Geld, sondern wir legen sogar noch Geld drauf. Weil wir wissen, der ein oder andere kauft doch danach noch das Vision Board und holt sich auch noch hier so unser bestes Sponsor-Tool, den Erfolgsweg oder dein bestes Sponsor-Tool, weil du das weitergeben kannst, zu informieren. In so einem Fall übrigens auch, dass du sagst, ich gebe dir mal was mit, wann kann ich das wieder haben, wann können wir wieder darüber sprechen.
Ihr müsst dieses Poster haben und euer Team muss dieses Poster haben. Da ist alles das, was ich hier jetzt erzähle, wenn ihr das nochmal nachschauen wollt, wenn ihr die Videos zurückgeht, ihr werdet immer die entsprechenden Punkte finden, wo wir gerade drüber sprechen. Also wer heute noch der Meinung ist, er braucht das Poster nicht, der wird auch mit Network Marketing keine 300 Euro im Monat verdienen. Weil das geht nicht. Der hat zumindest nicht, selbst wenn er es schafft, wie willst du denn duplizieren? Wie willst du denn deinem Partner das Geschäft erklären? Wie willst du denn den neuen, den du hast, durch den Prozess führen? Ich glaube sogar, jeder braucht den Success-Back. Weil es gibt, ich kenne kein System im deutschsprachigen Raum, was dir Network Marketing von vorne bis hinten erklärt. Ich habe es nicht gefunden. Ich hätte es gern gehabt. Ich muss es halt tun, weil es nicht da war. So, der Success-Back kostet übrigens immer noch 97 Euro mit 26 Videos, mit der ganzen Erklärung, mit dem Poster, mit dem Vision Board, mit dem Heftchen der Erfolgsweg hier. Und ich werde nicht müde, ihr werdet wahrscheinlich sagen, ja, wann wird es denn endlich teurer? Es wird dann teurer, wenn wir fertig sind und wenn wir was richtig Cooles für euch haben. Wenn der Club Herzblut oder der Herzblut-Club, wenn der fertig ist. Wir arbeiten mit Hochdruck dran, jetzt am Wochenende geht es wieder weiter, weil wir haben ja alle auch noch ein paar andere Sachen zu tun. Deshalb dauert es noch und ihr habt das Riesenglück, dass es das immer noch für 97 Euro gibt, das Paket, den Success Pack. Nutzt es. So, ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr es geteilt habt. Lustigerweise war es am Vortag, vorgestern, habt ihr das Video 45 Mal geteilt. Das von gestern war einmal geteilt. Ich verstehe das nicht. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, da muss ein technischer Fehler sein. Wie kann es denn sein, dass an einem Tag ihr 45 Mal teilt und einen Tag später nur noch einmal? War das denn so unwichtig? Also ich fand, das war gestern sehr wichtig. Was hatten wir gestern? Gestern haben wir Präsentation gemacht. So, in diesem Sinne, ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns morgen früh um 7:30 für die, die auch sonntags um 7:30 aufstehen. Ich werde es tun. Ich freue mich auf euch. Und worüber reden wir morgen? Morgen reden wir über das Closing, den Abschluss. Die Katze in den Sack stecken. Zumachen. Dem anderen helfen, eine Entscheidung zu treffen. In diesem Sinne, einen schönen Tag. Ich wünsche euch alles Gute. Zuerst sage ich Instagram auf Wiedersehen. Tschüss. Wow. 96 Zuschauer auf Instagram. Wochenende halt. So, und jetzt bei euch. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss.